Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam. Dies ist das Spielemagazin, und ich ahne schon, dass wir hier auf dem Mid-Ohio Sports Car Kurs mal wieder auf eine, ja, auf ein Nicht-Oval treffen werden. Es sieht definitiv danach aus. Ja, wer die letzte Ausgabe gesehen hat, hat auch mitbekommen, dass ich jetzt, ich will nicht sagen, dass ich mir schwer tue, aber es ist natürlich schon eine etwas andere Herausforderung. Ich gewöhne mich nämlich langsam dran, im Kreis zu fahren, und jetzt kommt hier immer wieder so eine Rennstrecke zwischendrin. Finde ich interessant, aber auf jeden Fall abwechslungsreich. Also meckern darf ich nicht. Wir schauen mal. Letztes Mal war es ja dann auch so, dass ich überrascht war, wie schnell ich bin. Jetzt auf jeden Fall habe ich eine Zielzeit von 1,28 und ein paar Krumme. Und ich denke, das müsste doch zu schaffen sein. Wenn ich mich nicht völlig bescheuert anstelle, was natürlich durchaus sein kann. Aber wir schauen mal und gehen es einfach an. Auto leicht auf der Hinterachse. Das könnte man sich noch mal ein bisschen auf den Kopf gehen lassen. Ich meine, die Einstellung, die ich jetzt gewählt habe, die ist es ja genau, die ein solches Verhalten fördert. Und ich spüre auch jetzt zum Beispiel wieder, dass die Hinterachse sehr, sehr leicht war. Das sollte ich vielleicht nochmal überdenken, ob ich das wirklich so lassen will. Weil speziell beim Gas geben muss man jetzt gerade schon ein bisschen, man sieht es auch jetzt hier wieder, sehr gefühlvoll sein. Das muss ich mir dann auch wahrscheinlich nochmal überlegen. Junge, wir fahren ein Rennen. Parkt hier mitten auf der Strecke. So, sanft Gas geben, so sanft es halt irgendwie geht, mit diesem PS-Monster hier. Sag mal. Auto ist echt ziemlich instabil, muss ich sagen. Also ich muss da unbedingt noch mal mit dem Setup ein bisschen arbeiten, weil so wird es nichts mit dem Rennsieg. Würde es zumindest mal gern versuchen, ob man mit dem Setup hier vielleicht ein bisschen bessere Ergebnisse erzielen kann. Sanft fahren würde natürlich auch helfen. So, jetzt bin ich nämlich schon eigentlich fast über die Zeit. Ja, jetzt bin ich über die Zeit. Eine Sekunde fehlt mir. Gut, oder auch nicht so gut, aber kein Problem. Wir machen das jetzt mal anders. Easier to maintain control. Probieren wir es mal so. Continue practice. Ich will jetzt einfach mal sehen, ob ich irgendwie diesen Setup hier ein bisschen mehr Kontrolle habe. Ich habe auf jeden Fall schon mal das Gefühl, dass ich aus den Kurven heraus nicht ganz so anfällig bin dafür, dass mich mein eigenes Heck überholt. Aber man muss trotzdem noch aufpassen. Also es ist kein Persilschein, um jetzt hier quasi zu fahren wie der gesenkte Henker. Wie die gesenkte Sau, ne? Ah, wieder wilde Henker. Ich weiß nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie das richtig geht. Hauptsache, ich kann hier die Zeit ein bisschen verbessern. Fahren wie der Henker oder wie die gesenkte Sau. So war das. So, den Fahrfehler habe nicht ich begangen, sondern er. Er ganz allein. So, jetzt geht's los. Meine Zeit läuft. Bremst mich erstmal vorbei. Nur ganz knapp, aber ich habe genügend Schwung, um an ihm vorbeizuziehen. Sollte mir natürlich irgendwann demnächst auch mal so ein bisschen die Strecke einprägen. Weil irgendwie... Ja, fällt es mir hier noch schwerer als bei der letzten Strecke, da Watkins Glen, da war das irgendwie einfacher. Hier jetzt habe ich das Gefühl, dass es mir schwerer fällt. Ich habe auch von der Strecke ehrlicherweise noch nie was gehört. Weil es muss nichts heißen, nur weil ich das nicht weiß. So, ich bin immer noch viel zu langsam. Ich glaube, ich fahre insgesamt nicht besonders flüssig auf der Strecke. Auto, Strecke und natürlich insbesondere der Fahrer machen gerade irgendwie keinen Sinn zusammen. Es gibt so ein paar Ecken an der Strecke, wo man halt auch wirklich ziemlich leicht in Schwierigkeiten kommen kann. Und ich glaube, ich fahre gerade ziemlich verhalten. Um nicht zu sagen, einfach ziemlich beschissen. Aber kaum will ich ein bisschen mehr, zeigt mir das Auto halt auch sehr schnell die Grenzen auf. Ja, hier zum Beispiel, da hat sich das Auto schon wieder verabschiedet. Ich könnte es natürlich noch abfangen, klar. Das habe ich jetzt auch schon wieder überschätzt. So, und jetzt fehlt mir wieder ein bisschen Zeit. Das ist zwar die schnellste Runde, aber ist mir jetzt egal. Ich wage es jetzt einfach mal, ins Qualifying zu gehen. Das wird zwar ein Desaster, das ahne ich schon. Schon allein, weil ich die Strecke nicht auswendig kenne. Aber ich will ja auch ein bisschen Spaß haben. Und ihr auch. Und dementsprechend wagen wir jetzt mal mit dem fetten Vorsprung, den ich in der Meisterschaft habe, wagen wir es jetzt einfach mal ein bisschen auf Risiko zu gehen. Und schauen einfach mal, was so passiert. Ja, genau das passiert. Ach, Scheiße. Ich sag's ja, es gibt ein Massaker. Ein Massaker. Ist die ideale hier weg, schon fang ich an, so richtig zu schwimmen. Ich glaube auch wirklich, dass mein Setup echt gar nichts ist. Da gibt es bestimmt auch voll das geile Setup für diese Strecke, was ich aber jetzt nicht habe. Oh. Das
So. Die Zeit läuft ja zum Glück erst jetzt, aber ich befürchte trotzdem, dass es eine Katastrophe wird. Die Kurve habe ich gerade noch gekriegt. Mehr schlecht als recht, aber ich habe sie gekriegt. So. Schon blöd, wenn man den Bremspunkt nicht kennt, ne? Mann! So, ich bin weit über die Zeit. Naja, 1,29. Oh, 10. Das ist ehrlicherweise besser als gedacht. Damit hätte ich schon gar nicht gerechnet. Eine Top-10-Platzierung ist doch eigentlich in Ordnung. Wir versuchen es mal mit dem Rennen. Platz 5 sollte ich erreichen. Das wäre sozusagen das Ziel. Schauen wir mal, ob wir im Rennen vielleicht ein bisschen besser abschneiden können. So wie zuletzt eigentlich auch immer. Clear left, right side. Oops, here we go. Clear right. Also bis jetzt läuft es ja echt nicht schlecht. Kann man sich ja echt nicht beschweren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich nach nur wenigen Kurven schon wieder auf Platz 1 bin. Aber dafür führe ich jetzt die Meute an. Und das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen bedenklich, weil wenn die Einäugigen dem Blinden folgen, ja gut, dafür habe ich ja jetzt wieder jemand, der mich zieht und ein bisschen zeigt, wohin es geht. Wie viele Runden sind es denn? 3. Aber wahrscheinlich wäre es aus taktischer Sicht das Einfachste, sich jetzt hier an den Führenden dran zu hängen, möglichst keine Fehler zu machen und dann in der letzten Runde sich vorbei zu schleichen. Wollen wir mal sehen, ob mein Plan aufgeht. Ich bin ja eigentlich schon deutlich schneller. Aber ich muss auch erstmal dranbleiben. Vor allem keine Fehler machen. Zumindest keine richtigen Schnitze. Eigentlich ist das Spiel ja ziemlich nachsichtig, sage ich jetzt mal, mit Fehlern jeder Art. Aber trotzdem ist es natürlich schon so, dass man es nicht übertreiben darf. Ich muss jetzt auch langsam mal gucken, in welcher Kurve ich ihn packen will nachher. Hier ist halt schon zu spät, ne? Boah, apropos Schnitze. So, jetzt wird es aber langsam doch ein bisschen eng. Meine Taktik geht vielleicht nicht auf.
habe jetzt doch ein paar Meter verloren. Trotzdem darf ich es jetzt auch nicht überreizen, sonst brauche ich nur noch mal einen Fehler und dann geht es gleich doppelt schief. So, versuchen wir uns mal hier auf der Geraden mal so ein bisschen hin zu manövrieren. Das wollte ich so nicht. Das wollte ich nicht, das müsst ihr mir glauben. Eieiei, es wird eng. Okay, also, ganz sauber war es nicht. Gebe ich zu, er wird stinkesauer sein. Okay, was will man machen? Schauen wir uns mal das Replay an, wie das alles so aussah. Ich habe auch ein bisschen die Kurven geschnitten. Und ich habe neue Freunde gewonnen, das steht auch wieder fest. Ja, eigentlich lief es ja bis dahin noch ganz gut, aber dann habe ich mich natürlich einmal verbremst, so richtig. Aber gut. Volles Skandalrennen, ehrlich. Jetzt kommt da der Bonnerwalle in der letzten Kurve und drängt einfach so den Noah Gragson ab. Knallhart. Ja, das geht so natürlich nicht. Aber gut, ja. Wieder der Pornoralle. Aber wahrscheinlich ist der Gragson einfach nur aus Angst schon zur Seite gesprungen. Das kam jetzt hier in den Aufnahmen nur nicht richtig rüber. So, prima. Ich bin Erster. Das ist auf jeden Fall der erfreuliche Teil an dem Ganzen. Ich hätte ein bisschen mehr üben sollen. Ich mache mir jetzt große Vorwürfe. Ja. $53.000 aber immerhin. Und 5.000 neue Fans. Und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn du nächstes Mal wieder mit am Start bist, damit ich euch erzählen kann, wie es hier weitergeht. Und außerdem, hier bekommt Kaulik Racing würde mir eine Vertragsoption anbieten. Ich nehme die Einladung auch an zu der Option und dann schauen wir mal, was mich als nächstes erwartet. Das Rennen Nummer 22 und dann gibt es offensichtlich wieder die Chance auf ein Hot Seat Rennen in der NASCAR-Serie. So, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Wir sehen uns morgen. Ihr seid die Besten. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.